Die Straßen bleiben also schön voll. Und gerade bei langen Fahrten geht das ja auch immer wieder hier für die eigene Blase, ja? Also bei mir zumindest, Zeit für eine Pinkelpause. Und da gibt's ja verschiedene Varianten. Die einen schlagen sich in die Büsche, andere nutzen das kleine stinkende Häuschen auf den Parkplätzen. Oder, klar, es gibt Leute, die zahlen auch liebend gerne 70 Cent in der Hoffnung auf ein sauberes Raststättenklo. Doch Sauberkeit hat nun mal ihren Preis. Oder nicht? Wir haben den Toilettencheck gemacht. Bei langen Autofahrten bleibt es niemandem erspart. Irgendwann muss jeder mal. Doch wer auf der Autobahn eine Toilette ansteuert, kann böse überrascht werden. Kein Wunder, dass es der ein oder andere trotz langer Fahrt lieber bleiben lässt. Ich muss ja auch mal ganz dringend und dann sind die Würstel schon auf dem Boden gelegen. Und da habe ich dann gesagt, nee, da möchte ich jetzt nicht rein, weil da auch ja überall der Dreck rumlag und der Gestank. Es kann sein, dass es saubere Toiletten gibt, aber die ich erwischt habe, die sind katastrophal. Bei den Damen ist es sicherlich problematischer als bei den Herren, denn zur Not tut es dann auch der nächste Baum. Doch auch die Herren brauchen mal ein richtiges Klo. Dafür gibt es drei verschiedene Systeme. Das kostenfreie Parkplatz-WC, die berührungsfreien, aber kostenpflichtigen Raststätten-Toiletten und die kostenlosen Tankstellen-Klos auf den Autohöfen. Wir wollen herausfinden, welche Toiletten sind die saubersten. Mit diesen Laborplatten nehmen wir Keimproben. Die werden später im Labor untersucht. Unser erster Test, die kostenlosen Tankstellentoiletten. Auf diesem Autohof sprechen wir Passanten an, die für uns auf die Toiletten gehen. Erst aber heißt es, Hände ordentlich desinfizieren. Aufs Klo geht es jetzt mit nahezu sterilen Händen. Diese Toilette kann sich sehen lassen. Geputzt wird stündlich. Der erste Eindruck gepflegt. Unser Tester ist fertig, hat sich aber nicht die Hände gewaschen. Die Keime werden jetzt auf die Laborplatten übertragen. Die Analyse wird zeigen, wie sauber die Toilette wirklich war. Die nächsten beiden Kandidaten. Nach dem Desinfizieren geht's auf zwei verschiedene Tankstellentoiletten. Beide erscheinen sauber. Wie sauber wirklich, das testen wir jetzt. Im Labor lassen wir die Proben genauestens unter die Lupe nehmen. Expertin Katharina Poschinger hat sowohl die Anzahl als auch die Art der Keime zu bestimmen. Auf den Platten der Tankstellentoiletten hat es schwer gewuchert. Doch sind die Keime auch gefährlich? Also wir haben im Endeffekt Hautflora entdeckt. Bei einer Probe habe ich neben der Hautflora auch noch wenige Bakterien aus der Umwelt festgestellt. Die sind aber auch nicht krankmachend. Beides sieht eklig aus, ist aber ungefährlich. Doch war das alles? Bei einer Probe habe ich noch Staphylococcus aureus nachgewiesen. Der kann auf der Hautflora vorkommen, normalerweise. Der kann aber auch ein Eitererreger sein, wenn er in verletzte Haut zum Beispiel kommt. Und er ist noch dazu multiresistent und immun gegen viele Antibiotika. Fazit: Zwei der Tankstellentoiletten hatten wenige harmlose Keime. Die dritte Toilette fiel aus dem Rahmen. Hohe Keimanzahl und darunter sogar ein gefährlicher Erreger. Grundsätzlich gilt, je mehr Keime, desto größer ist auch das Risiko, dass gefährliche Krankheitserreger dabei sind. Der zweite Test. Lohnt es sich, die 70 Cent für eine berührungsfreie und selbstreinigende Toilette auszugeben? Für viele ist die Luxusvariante auf den Raststätten die erste Wahl. Man braucht nicht mal die Spülung anfassen. Es läuft ja so durch mit dem Sensor und das denke ich, okay. Muss man zwar bezahlen, aber es lohnt sich. Lohnen sich die Bezahltoiletten wirklich? Immerhin werden sie täglich von vielen verschiedenen Leuten besucht. Selbst wenn man fast nichts anfassen muss, bleiben nicht doch gefährliche Keime hängen? Wieder schicken wir drei gut desinfizierte Tester auf verschiedenen Raststätten aufs stille Örtchen und nehmen anschließend Proben. Wir haben jetzt in diesem Fall keine Darmbakterien gefunden, sondern nur Hautkeime. Bedeutet aber nicht, weil das ja eine Momentaufnahme ist, dass ich prinzipiell bei diesen Toiletten nicht auch mit Darmbakterien rechnen müsste. Doch die Keime auf unseren Testklos waren harmlos. Mit einer Anzahl zwischen 46 und 96 pro Toilettengang halten sie sich im Rahmen. Die 70 Cent waren gut investiert. Der dritte Test. Was erwartet einen, wenn die Blase so sehr drückt, dass man eines der Parkplatz-WCs ansteuern muss? Wie diese Passantin. Können wir vielleicht mal drüben versuchen, ob es da besser ist. Verständlich. An Widerwärtigkeit ist dieses Klo kaum zu überbieten. Und es stinkt zum Himmel. Aber es hilft ja nichts.
Doch für den Gang aufs Ekelklo hat diese Frau einen Plan. Sie fasst möglichst wenig an. Mit spitzen Fingern geht's rein in die Kloake. Das zweite Testklo hier sieht nicht besser aus. Auch diese Dame will möglichst nichts anlangen. Dritter Test. Trotz des Ekelfaktors war die Vorgabe, er geht ganz normal aufs Klo und fasst alles ohne Berührungsangst an. Was er wohl rausschleppt? Bei einer Probe konnten wir einige E. colis nachweisen, also es sind Vertreter von Darmbakterien. Wenn wir die auf unseren Händen haben und wir bringen die in verletzte Haut, dann können die zu eitrigen Wundinfektionen führen. Und an den Fingern kleben Unmengen davon. Mehr als 200 Keime. Fazit: Die Parkplatz-WCs sind wahre Keimfallen. Doch die Proben zeigen auch, wer nichts anfasst, minimiert das Risiko. Wir fragen die verantwortliche Autobahndirektion und wollen eine Antwort zu den Ekelklos. Schriftlich teilt man uns mit, die Reinigung erfolgt in der Regel zweimal am Tag und wird in den Reisezeiten auf dreimal am Tag erhöht. Die Autobahndirektionen überprüfen regelmäßig, ob der vorgegebene Reinigungszyklus verkürzt werden muss, können jedoch die wirtschaftlichen Aspekte nicht gänzlich außer Acht lassen. Mit anderen Worten, es fehlt das Geld. Unser Fazit: Um die Parkplatz-WCs sollte man einen großen Bogen machen. Am sichersten sind die kostenpflichtigen Raststätten-Toiletten. Tankstellenklos sind sauber, aber nicht immer rein. Vorsicht ist geboten, damit wir möglichst gesund im Urlaub ankommen.